Update 41 steht schon vor der Tür und ihr wollt jetzt wissen, wie man den U-Boot Paragon freischaltet und deswegen zeige ich euch heute zwei Strategien, wie ihr ganz leicht Erfahrungspunkte sammeln könnt für das U-Boot. Also lasst jetzt unbedingt mal ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Also, man braucht ja für den Paragon meistens sind es ja so 2 Millionen Erfahrungspunkte, manchmal ein bisschen mehr und ihr müsst alle 5er Türme freigespielt haben. Man ignoriere jetzt hier kurz den Modded U-Boot Paragon, den ich hier habe. Ich zeige euch das Ganze, wie es komplett ohne Mods und so funktioniert. Also als allererstes braucht ihr dafür einmal die Expertenkarte Dark Castle. Also ihr braucht Dark Castle, ihr habt zwei Möglichkeiten hier. Ihr könnt einmal Deflation spielen auf Easy oder ihr könnt im Hard Mode auf Impoppable spielen, weil Impoppable mehr Erfahrungspunkte gibt und weil es bis Runde 100 geht. Die späteren Runden geben halt immer mehr Erfahrungspunkte als die Early-Runden. Also ich zeige euch das Ganze jetzt einmal erst im Deflation-Modus für die Leute, die jetzt einfach schnell raus wollen. Ihr braucht einen Helden, der unsichtbar sehen kann. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal Quincy. Quincy hat jeder und ich glaube mit Runde 33 und 35 wird man da noch die unsichtbar beim Bloons liegen. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ein bisschen Affenwissen an. Deswegen ist das Ganze komplett easy. Also Quincy oder halt einen anderen Helden hierhin platzieren. Die klauen auch keine Erfahrungspunkte. Ist richtig nice. Außerdem als nächstes platziert ihr ein Affendorf hier. Da geht ihr zweimal unten rein, dass alles günstiger ist und zweimal oben für Dschungeltrommeln. So, danach könnt ihr 5 U-Boote platzieren und zwar genauso wie ich die jetzt platziere. Also 4 sehr nah hier an dem Dings dran. So sehr nah am Rand. Und das 5. schön weit hinten auf maximaler Range. So, dann als nächstes platziert ihr einen Alchemisten. Den Alchemisten nur in Reichweite von den 4 vorderen. Und zwar so. Und ihr geht auf Stronger Stimulant und Faster Throwing. Und jetzt upgradet ihr alle von denen hier erstmal auf Advanced Intel. Also, dass die alle da angreifen können, wo Quincy steht. Und später da hier, wo unser Stronger Stimulant ist. Und jetzt upgradet ihr die alle auf Triple Guns. Also 4 Stück von denen, die 4 vorne, alle auf Triple Guns upgraden. Und bei dem letzten, da geht ihr jetzt zweimal in die Mitte auf Heat-Tip-Darts. Jetzt habt ihr noch ein bisschen Geld. Ihr könnt also theoretisch hier noch irgendwie was bauen. Ich werde hier jetzt noch 1, 2 hinbauen und das war's. Mehr mache ich nicht. Die Free-Dinger brauchen wir alles nicht. Wir können alles so lassen und können jetzt einfach Go machen. Und ihr müsst jetzt wirklich gar nichts machen. Also ihr könnt das Ganze einfach durchlaufen lassen. Ich werde hier mal kurz einen Speed-Mod reinmachen und zeige euch dann, wie das Ganze ablaufen wird. So in Runde 33, sage ich euch jetzt schon mal, werden wir noch sterben, weil Quincy ist noch nicht Level 5. Theoretisch können wir jetzt Level 5 kaufen. Mache ich einfach mal für 11. Wir haben die 11 ja noch über. Wir liegen jetzt gar nichts mehr in Runde 33, weil wir halt jetzt Camo sehen können. Und jetzt kann ich einfach den Super Speed Modus reinmachen, 25-fache Geschwindigkeit und ihr seht, jede Runde wird komplett easy durchgehen. Wir brauchen keine Quincy-Fähigkeit, gar nichts. Es ist wirklich komplett idiotensicher. Also, wer hier kaputt geht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man hier falsch machen kann. Es geht eigentlich nicht. Selbst wenn ich hier auf 100-fach mache, ihr seht, die Runden gehen einfach durch. Wir verlieren kein Leben. Ich zeige euch mal kurz noch Runde 59 hier. Alles easy und Runde 60 auch komplett easy. Der BFB geht direkt kaputt. Wir brauchen keine Fähigkeit, gar nichts. Es ist wirklich, wirklich, wirklich super simpel. Das ist einmal die AFK-Methode, die ihr machen könnt. Es gibt jetzt noch eine bessere Methode. Mit der Methode kann man es easy in unter einer Stunde schaffen, sich den Paragon freizuspielen. Und zwar Dark Castle auf Impoppable. Das Ganze ist jetzt natürlich schon wieder ein bisschen schwerer. Ich glaube, hier werde ich auch einen anderen Helden als Quincy nehmen. Und zwar machen wir das Ganze mit Ben. Und ich werde als erstes mal ganz entspannt hier meinen kostenlosen Wurfelaffen platzieren. Und außerdem werde ich hier meinen Ubo platzieren. Und zwar so schön nah hier dran. Und jetzt werde ich erstmal durchlaufen lassen. Ihr könnt dann natürlich auch Cash Drops und so benutzen, wenn ihr es euch leichter machen wollt. Braucht ihr aber nicht. Einfach, dass hier die Strategie funktioniert. Das ist die Chimp-Starter-Strategie. Damit schafft ihr immer Runde 6. Immer, immer, immer. Die erste Runde, mit der ihr Probleme kriegt, ist, glaube ich, Runde 11. Ich muss noch selber kurz testen. Ist schon eine Weile her, dass ich hier selber im Poppable gespielt habe. Aber bis Runde 11 sollte eigentlich alles easy sein. Vor allem, wenn ihr Monkey Knowledge anhabt, dann ist es hier alles ein bisschen einfacher. Also, Ben hier platzieren. Wenn ihr Ben hier platziert habt, dann ist das Ganze sowieso, ab dann ist eigentlich easy, weil jetzt könnt ihr anfangen, noch mehr U-Boote zu platzieren. Wichtig ist noch, am Ende von Runde 10 müsst ihr Bens Fähigkeit benutzen, sonst schafft ihr es nicht. Also ihr werdet jetzt gleich sehen, wartet kurz ab, jetzt gleich kommt hier, hier müsst ihr Bens Fähigkeit benutzen, weil sonst könnt ihr tot gehen, so wie ich jetzt. Also das ist wirklich wichtig, ihr müsst genau Bens Fähigkeit, das ist ein wichtiges Timing, ihr könnt theoretisch auch Ben eine Runde später platzieren, aber ich mag es, wenn ich Ben early draußen habe, weil dann, das macht halt das ganze Late Game viel einfacher. Also nochmal warten, ihr seht jetzt gleich, wenn ihr mehrere Blaue auf einmal kommen, am Ende der Runde, dann müsst ihr die Fähigkeit aktivieren. Also jetzt gleich jetzt. Fähigkeit aktivieren und jetzt ist komplett easy, weil ich sie jetzt
früher aktiviert habe. Wenn ihr sie später aktiviert, dann ist halt schwer. Und ihr solltet übrigens auch Autostart nicht anhaben, weil sonst passiert das, was bei mir gerade passiert ist und man stirbt einfach. Ihr könnt rausgehen und so, das ist komplett egal mit der Erfahrung. Ihr könnt drinbleiben, rausgehen. Ich persönlich finde es immer besser, wenn man eine Runde rausgeht oder so. Dann ist das Ganze einfacher. Außerdem resettet das die Ben-Fähigkeit. Das heißt, eure Türme können auch wirklich angreifen. So, als zweites werde ich jetzt noch ein zweites U-Boot platzieren. Und zwar hierhin. Und mit zwei U-Boots sollte Runde 11 auch komplett easy sein. So, als nächstes geht ihr auf Twin Guns, Leute. Und dann auf Longer Range. Und danach auf Advanced Intel. So, und jetzt kann euer U-Boot hier vorne auch angreifen, wo euer Wurfelaffe ist. Und das Ganze macht jetzt natürlich auch um einiges mehr Damage. Also, das ist super, super nice. Und ihr könnt jetzt auch langsam auf Geld gehen. Ich würde immer empfehlen, ich würde das Ganze immer noch hier auf Airburst Darts upgraden, weil Airburst Darts ist wirklich eins der, wenn nicht sogar das stärkste Stufe 2 Upgrade. Das ist wirklich unfassbar stark. Wenn ihr Airburst Darts habt, seid ihr erstmal safe. Außerdem, durch das ganze extra Geld, was Ben macht, ist es halt mega, mega nice, weil ab jetzt ist halt übel chillig. Also es ist sehr, sehr entspannt. Ich werde jetzt mal einen Affenfarmer platzieren, weil ich keinen Bock habe, meine Bananen selber einzusammeln und werde jetzt die erste Bananenfarm bauen. Die Bananenfarm werden wir später alle wieder verkaufen, aber wir wollen jetzt erstmal auch ein bisschen Geld machen, weil ne, Geld ist natürlich im Poppable-Modus wichtig, dass wir halt später wirklich, ja, dass wir uns die ganzen Fünfertürme kaufen können und wirklich alles vollbauen können, später mit U-Booten. Ihr müsst gucken für Runde 24, dass ihr hier am besten auf Enhanced Eyesight geht, dass das U-Boot hier auch unsichtbar sehen kann, weil sonst geht der unsichtbare Blumen Runde 24 durch und als nächstes könnt ihr eigentlich wieder noch eine zweite Farm bauen. So, nachdem ihr jetzt zwei Farmen gebaut habt, müsst ihr gucken, weil in Runde 28 kommt ja der erste Bleiblun. Das heißt, ich würde euch empfehlen, baut entweder einen Alchemisten oder ihr könnt auch ganz entspannt einen Sniper bauen. Ich persönlich finde Alchemist eigentlich geiler, das müsste vom Geld her auch passen. Das heißt, ihr stellt hier unten einfach einen Alchemisten hin und upgradet den auf AMD, also auf Acid Mixer Dip, dass er hier die ganze Zeit Bleibloons hitten kann. Und dann ist Runde 28 auch komplett kein Problem. Okay, ich habe ein paar mehr Farms gebaut, habe jetzt das zweite U-Boot auch auf Airburst Darts upgegradet und jetzt wird es langsam Zeit, dass wir hier mal ein Discount Village bauen. Ich habe es, glaube ich, verkackt mit dem Positioning, oder? Ich krieg's hier nicht hin. Ah, oh, das ist ja sowas von nervig. Okay, eigentlich wollt ihr das so bauen, dass ihr hier noch ein Discount Village hinkriegt. Also hier ein Village und hier dann irgendwo die Farm. Also guckt, dass ihr vielleicht euren Bananenfarmer ein bisschen anders baut, als ich meinen gebaut hatte. Ich baue jetzt einfach zwei. Dann ist das Ganze einfacher. Ich habe jetzt ein bisschen weniger Geld als ihr. Ist aber nicht schlimm. Dann ist das Ganze ja auch ein bisschen ja, leichter zu followen. Bevor ihr auf Jungle Drums geht, ist ganz wichtig, dass ihr euch Berserkergebräu holt für 1500. Weil Berserkergebräu ist mega, mega stark und Triple Guns. Also wir sollten erst die beiden U-Boote upgraden zu Triple Guns, bevor wir hier auf unser Discount Village weitergehen. Deswegen, also ihr braucht wirklich eigentlich jetzt gerade noch kein Affendorf bauen. Also das könnt ihr auch ein bisschen später machen. Das braucht man eigentlich erst nach 40. Das war jetzt ein bisschen zu früh. Also Triple Guns zweimal, Berserkergebräu und als nächstes auf schneller werfen. Und jetzt könnt ihr eigentlich ganz entspannt auf Armor Piercing Darts sparen. Beziehungsweise ich glaube sogar Stronger Stimulant ist mittlerweile schon besser, weil wir halt zwei U-Boote haben. So, Stronger Stimulant und das sollte eigentlich easy durch sein. Nice, Ben macht natürlich den Moab kaputt. Also Stronger Stimulants. Jetzt als nächstes könnt ihr ganz entspannt auf euer Monkey Commerce gehen unten, also auf euer Discount Village, auf Jungle Drums und danach die neuen U-Boote bauen. So, das Ganze sieht jetzt gerade so aus bei mir. Ich habe hier 202 Affendorf, baue jetzt noch ein zweites U-Boot hier vorne hin und werde die beiden auch auf 203 upgraden. So, ich habe noch ein drittes gebaut, also wir haben jetzt insgesamt 5 Stück, sind alle gleich upgegradet und jetzt können wir uns fokussieren auf mehr Farms, das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Marktplätze. Okay, wir haben die Marktplätze alle platziert. Als nächstes könnt ihr erst einen eurer Lieblinge zum Armor Piercing Darts machen. Ich würde den nehmen, der am nächsten an dem Alchemisten steht. In meinem Fall ist das hier unten der hier, den ich gerade eben neu gebaut habe. Der hat jetzt erst 5000 Schaden, der wird aber später auf jeden Fall der stärkste von den U-Booten sein, weil der halt wie gesagt am nächsten an dem Alchemisten steht. Und als nächstes spart ihr auf Sub Commander. Das müsste eigentlich durchgehen. So war es zumindest in meinem Testrun. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, lehnt euch ein bisschen zurück. Ihr könnt hier auf Crossbow Master gehen für ein bisschen mehr Reichweite. Mehr braucht ihr aber nicht, weil dann könnt ihr die U-Boote natürlich früher angreifen. Ihr könnt hier oben noch kurz einen hinbauen, Dart Monkey, und hier unten reicht dann der Crossbow Master hin. So, das nächste große Problem, was wir haben, ist Runde 59, die unsichtbaren Bloons. Und um die kaputt zu kriegen, werde ich hier jetzt noch ein, wir machen das gleiche mal kurz hier oben. Und zwar werde ich hier ein Discount Village hinbauen, so. Auch wieder 202 natürlich. Und ich werde jetzt hier ein U-Boot bauen, so.
und werde das auf Ballistic Missile gehen und das gleiche machen wir hier noch genau 4 Mal, also insgesamt 4 U-Boote. Und diese U-Boote, die werden dafür sorgen, dass wirklich auch die Unsichtbaren kein Problem mehr sind, weil die können von sich aus Blei kaputt machen. Ihr seht hier, das Blei ist gar kein Problem mehr. Sobald ihr die hier habt, alles easy. So, in Runde 64 müsstet ihr dann fast genug Geld haben für den Sub-Commander. Das sollte jetzt eigentlich gleich kommen. Oder in Runde 65, bevor die doppelten BFBs kommen. Und dann geht ihr auf den Sub-Commander und ab jetzt habt ihr ultra viel Schaden. Also ihr habt wirklich sehr, sehr viel Schaden. Und jetzt heißt es, U-Boote stacken ohne Ende. Also ihr wollt ja U-Boot-Erfahrung haben. Umso mehr U-Boote ihr habt, umso besser ist die Erfahrungspunkte, die ihr bekommt. Also umso mehr Geld ihr für die U-Boote ausgegeben habt. Das heißt, platziert so viele U-Boote, wie es geht, in Reichweite von eurem Sub-Commander. Und ja, also man muss die, glaube ich, nicht mal in Reichweite haben, weil der bufft eh alle. Aber wie gesagt, guckt, dass ihr die hier alle sehr in der Nähe habt. Ich werde jetzt hier gleich unten noch ein zweites Affendorf bauen, das alles noch ein bisschen günstiger ist und werde dann alle auf 203 upgraden. Also ich werde das Affendorf so hier hinbauen. Hier habe ich, glaube ich, die meisten in Reichweite. Gehe auf 202 und werde dann alle U-Boote auf 203 upgraden. So, Dschungeltrommeln. Und jetzt könnt ihr hier einfach die ganzen U-Boote schön der Reihe nach upgraden. Okay, die U-Boote sind alle abgegradet. Als nächstes werde ich mich mal darum kümmern, dass wir hier mehr sehen können. Das heißt, ich werde hier den ganzen Wald einmal wegmachen und werde dann wieder hier vorne werde ich einen Crossbow-Master platzieren und das gleiche mache ich auch einmal hier unten, dass wir wirklich die ganze Map abdecken mit Türmen, die unsichtbar sehen können und dass unsere U-Boote wirklich überall hinschießen können. Also hier vorne kommt jetzt auch noch ein kleiner 002er hin und jetzt können unsere U-Boote wirklich die ganze Strecke sehen. Das heißt, sie können wirklich überall angreifen, was natürlich mega nice ist. Außerdem werde ich hier jetzt, denke ich, als nächstes auf Permanentgebräu sparen. Ich weiß nicht, ob das von der Zeit her reicht, aber Permanentgebräu wäre übelst das geile Upgrade. Oder, was vielleicht, ich werde es gleich mal probieren, erst auf Preemptive Strike zu gehen, weil Preemptive ist richtig gut gegen DDTs und unser größtes Problem aktuell sind DDTs, definitiv. Okay, wir können Preemptive Strike holen, dank unseren Marktplätzen in Runde 84. Mega nice. Mit Preemptive Strike sind jetzt erstmal die ganzen Moabs kein Problem. Das heißt, wir haben hier wirklich ultra viel Schaden durch den Preemptive. Und jetzt können wir eigentlich erstmal ganz entspannt Geld sparen. Ich würde theoretisch, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, 2 Glue Gunner platzieren. Und zwar auf Moab Glue und auf Glue Splatter. Das Ganze verringert zwar unsere Erfahrung ein bisschen, also auf 023, so wie jetzt hier gerade. Aber das macht das Ganze um einiges einfacher. Lasst die beiden auf First und ihr habt wirklich gar kein Problem mehr. Was ihr natürlich machen könnt, ist, ihr könnt irgendwann eure Marktplätze verkaufen, damit ihr ein bisschen mehr Erfahrungspunkte macht, weil ich habe jetzt in Runde 96 81k, also es wird easy reichen. Ich werde jetzt hier mal ein paar First Strikes holen, einfach, dass ich ein bisschen mehr Geld noch in den U-Booten habe und wir haben dann insgesamt 4 First Strikes und damit sollte es dann auch komplett genug sein, beziehungsweise 5 First Strikes, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fähigkeiten mit der Fähigkeit von dem Stufe 5er Preemptive Strike und ab dann ist komplett easy. Also selbst in Runde 98, ihr seht's, haben wir gar keine Probleme und für Runde 100 haben wir theoretisch die Fähigkeiten. Selbst jetzt hier in Runde 98, wenn es ein bisschen knapper werden sollte, könnt ihr zur Not die Fähigkeiten machen, aber eigentlich sollte das alles hier easy durch die U-Boote durchgehen, ja. Und selbst Runde 99, ihr werdet sehen, die ganzen DDTs werden komplett vom Preemptive Strike auseinandergenommen und so macht ihr euch halt die meiste Erfahrung. In Runde 100 used ihr dann nochmal die Fähigkeiten, spammt die durch und seid easy durchgekommen und so macht ihr euch mit Abstand am meisten Erfahrung. Ihr kriegt erstmal richtig viel Monkey Money und ihr kriegt natürlich auch extrem viel Erfahrung für euer U-Boot, für den neuen U-Boot Paragon, Leute. Und ja, ist halt schon geil, wenn man den direkt freigespielt hat, bevor, also wenn das Update draußen ist. Deswegen, Leute, farmt auf jeden Fall eure Erfahrungspunkte. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal ein bisschen anderes Video, ein bisschen mehr erklären, aber ich denke, das hilft den einen oder anderen, der vielleicht noch ein bisschen neuer ist und vielleicht noch nicht so viele Erfahrungspunkte beim U-Boot hat. Ich würde sagen, habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.